Pam ist die Frau, die Greg heiraten möchte. Keine Sorge, Schatz. Du wirst ihm gefallen. Aber bevor er die entscheidende Frage stellen kann, muss er... Hi, Daddy! ...zu den Eltern. Was fahren Sie da, ein Ford? Ja. Interessante Farbe. Ihre Wahl? Nein, der von Herz hat sie ausgewählt. Warum? Naja, das heißt Genies wählen grün. Sie haben sie ja nicht ausgewählt. Sei zudem mal nett, okay? Okay, ich versuch's. Jetzt ist er zum ersten Mal bei Ihnen zu Hause. Hallo. Greg hat auch mit Medizin zu tun, Larry. Ach, wirklich? Auf welchem Gebiet? Als Schwester. Nicht viele Männer sind in ihrem Beruf, oder, Greg? Und will einen guten Eindruck machen. Möchten Sie die Geschichte hören? Ich habe meine Katze gemolken. Eine Katze? Bei der Familie. Wissen Sie, nur... Ich hatte keine Ahnung, dass man Katzen melken kann. Na ja, man kann alles melken, was Nippel hat. Ich habe auch Nippel, Greg. Können Sie mich melken? Dad. Zumindest war es so geplant. Hey, da kommt Greg Louganis. Ich habe das Gefühl, das läuft hier ganz und gar nicht gut. Wir kriegen eine Packung, man. Lawrence Nightingale könnte ja auch mal gut ablocken. Was sollte das denn? Das ist doch nur ein Spiel. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas ist bei Ihnen ein bisschen daneben. Das ist ein antiker Lügendetektor. Warum probieren Sie denn nicht mal aus? Ist nicht nötig. Ach komm, Sie macht doch Spaß. Greg, mein Vater hatte keinen Blumenhandel. Keine Angst, Sie werden Spaß haben. Haben Sie sich schon mal pornografische Videos angesehen? Nein. Ganz ruhig. Die Nadeln sagen das Gegenteil. Er war 34 Jahre bei der CIA. Na toll. Ich hatte schon vor ihm Schiss, als ich noch dachte, er wäre Florist. Ich bin ein geduldiger Mensch. Das lernt man, wenn man 19 Monate Kriegsgefangener in Vietnam war. Und deshalb beobachte ich Sie genau. Analysiere alles, was Sie machen. Und ich werde Sie zur Strecke bringen, Baby. Ich mache Sie zu einem Clown in Chinatown. Robert De Niro. Haben Sie auf dem Klo abgespült? Ben Stiller. Nein. Was ist das für ein Gestank? Greg hat auf dem Klo abgespült und jetzt läuft der Klärbehälter über. Nein, nicht auf den Rasen! Du machst das super, hörst du? Eine Komödie, wow. Auf die wir alle gewartet haben. Meine Braut, ihr Vater und ich. Hast du das drauf, CIA-Mann? Lehrt man euch das bei der CIA? Sonst noch Fragen? Klar, ich habe ja auch eine an Sie. Halte ich Sie für einen Irren? Ja. Das ist mein zukünftiger Schwiegersohn. Ja, wie findest du das?